Hi zusammen, Florence hier. Wenn du in den Spiegel schaust, ist klar, das bist du. Mit spätestens 2 Jahren ist einem Kind das bewusst. Jedoch ist das nur die halbe Wahrheit. Wenn du genau hinsiehst und dich mit einiger Vergrößerung betrachtest, dann siehst du, dass du alles andere als allein bist. Wir Menschen bestehen aus etwa 30 Billionen Körperzellen. Die bilden Haare, Haut, Gewebe und Knochen. Aber unser Körper gehört uns nicht allein. Wir teilen ihn mit schätzungsweise 39 Billionen Mitbewohnern. Die finden bei uns optimale Bedingungen, um zu überleben. Denn wir sind warm und können Essen und Trinken anbieten. Diese Mikroorganismen leben aber nicht gratis bei uns. Als Gegenleistung erhalten wir Hilfe bei verschiedenen Abläufen im Körper und Schutz vor Krankheitserregern. Das ist kein nice to have, sondern überlebensnotwendig für uns. Dieses Zusammenleben von zwei unterschiedlichen Lebewesen zum beiderseitigen Nutzen nennt man Symbiose. Die Symbionten krabbeln, fressen und vermehren sich überall auf und in unserem Körper. Der beliebteste Ort ist der Darm. Hier leben schätzungsweise 90% aller Bakterien vom Körper mit schönen Namen wie Enterococcus, Enterobacteria zehe und Prevotella. Zusammen haben sie ein Gewicht von 1,5 Kilogramm. Dabei ist der Darm von einem Kind im Mutterleib noch steril. Erst durch den Geburtsvorgang bei einer natürlichen Geburt werden von der Mutter Mikroorganismen auf das Kind übertragen und die siedeln sich dann im Darm an. Durch die Wärme, feuchte Umgebung und den Überfluss an Nahrung fühlen sie sich so wohl, dass sie ein ganzes Leben lang relativ stabil bleiben, obwohl wir täglich zig neue schlucken und auf der Toilette wieder ausscheiden. Für uns sind sie lebenswichtig, denn sie helfen zum Beispiel beim Spalten von unverdaulichen Nährstoffen und produzieren B-Vitamine und Vitamin K. Sie können teilweise sogar giftige Stoffe wie krebserregende Nitrosamine unschädlich machen und sie sind wesentlich bei der Immunabwehr. So wichtig die Bakterien für einen funktionierenden Darm sind, so viel Schaden können sie auch anrichten, wenn sie am falschen Ort sind. Im Blut zum Beispiel können sie zu einer Blutvergiftung führen. Oder, wenn gleich auch nicht direkt lebensbedrohlich, in der Vagina können Infektionen entstehen. Und das Dumme ist, dass der Darmausgang ja sehr nah an der Vagina liegt. Damit das nicht ganz so schnell passiert, hat die Vagina ihr ganz eigenes Abwehrsystem. Das Mikrobiom hier ist dafür da, Krankheitserreger wie eben zum Beispiel Darmbakterien abzuwehren. Die Besiedlung durch die Vaginalflora ist so dicht, dass kein Lebensraum für andere Keime da ist, die da nichts zu suchen haben. Die Milchsäurebakterien oder sogenannten Döderleinstäbchen sorgen außerdem für ein saures Milieu, sodass wir vor Erregern geschützt sind. Aber nicht nur unser Intimbereich ist von Mitbewohnern besiedelt, sondern auch unser Mund und Rachen. Hier gibt es ganz viele Bakterien und Hefen auf den Zähnen, der Zunge und im Speichel, die ebenfalls als Schutzschild dienen. Allerdings ist diese Flora nicht ganz so stabil wie die im Darm. Sie verändert sich je nach Stress, Zahnpflege, Nahrung oder auch beim Küssen. Streptococcus sanguinis zum Beispiel als Teil der normalen Mundflora kann zu einer infektiösen Endokarditis, also zu einer Entzündung am Herzen führen, wenn er in die Blutbahn gelangt, wie zum Beispiel im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung. Ein weiteres Beispiel für unsere Symbionten ist die Hautflora. Hier gibt es jedoch weniger besiedelte Gebiete, wie zum Beispiel die trockene Haut am Unterschenkel und aber sehr dicht bewohnte Bereiche, wie die feuchte und warme Haut in den Achselhöhlen. Die Hautflora sorgt als Platzhalter dafür, dass fremde Keime sich nicht ansiedeln können. Und sie hemmt auch das Wachstum von Krankheitserregern durch die eigenen sauren Stoffwechselprodukte. Und Milben wiederum fressen zum Beispiel auch Reste von Cremes, Make-up, Fett und sogar Bakterien. Ihr seht, auf und im gesamten Körper gibt es überall Billionen von Mikroorganismen, die je nach Ort ganz verschieden sind und unterschiedliche Aufgaben haben. Übrigens, ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich manchmal Mikrobiom und manchmal Flora sage. Genau genommen ist der Begriff Flora aber nicht korrekt. Der kommt daher, dass man früher glaubte, dass die Mikroorganismen aus der Pflanzenwelt stammen. Heute weiß man es besser. Deswegen benutzt ihr besser das Wort Mikrobiom oder Mikrobiota. Unser Mikrobiom ist so sensibel, dass es schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann, zum Beispiel durch Stress, Medikamente und durch zu wenig oder übertriebene Hygiene.
Dann kann zum Beispiel die Vaginalflora leiden und wir können eine Pilzinfektion bekommen. Und es ist auch so, dass Kinder, die durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, also relativ keimarm, häufige Allergien und Asthma später haben. Oder wenn man in der Kindheit häufiger Antibiotika nehmen musste, hat man später ein höheres Risiko für chronische Erkrankungen des Verdauungstrakts und Allergien. Wenn wiederum die Schleimschicht im Darm gestört ist, von der die Bakterien leben, dann kann es dazu führen, dass wir Entzündungen im Darm bekommen und daraus kann sich dann später Krebs entwickeln. Die heutige Hygiene und moderne Medizin, so viele Vorteile sie auch haben, sind also schlecht für die Vielfalt des Mikrobioms. Glücklicherweise leben wir ja aber in keiner sterilen Welt. In der Natur gibt es keinen keimfreien Organismus. Jede Art lebt mit ganz eigenen Mikroben zusammen. Einige ForscherInnen gehen sogar so weit und meinen, dass sich unser Immunsystem nicht so sehr dafür entwickelt hat, um fremde Erreger abzuwehren, sondern in erster Linie, um die eigenen Mikroben in einem bestimmten Verhältnis zueinander zu halten, damit sie nicht aus dem Gleichgewicht geraten. So eliminieren Immunzellen nicht nur Krankheitskeime, sondern auch gutartige Bakterien des Mikrobioms, wenn sie sich zu stark vermehren. Was auch echt spannend ist, jeder Mensch hat seine ganz eigene Komposition an Symbionten, abhängig von den Genen, von der Ernährung, der Umgebung und den Lebensgewohnheiten. Das ist quasi wie ein Fingerabdruck. Und diesen Fingerabdruck hinterlassen wir überall, wo wir sind oder waren. Wir verlieren nämlich permanent unsere Mikroben, wenn wir stehen, gehen und sitzen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Mikroben auf der Tastatur von einem Computer oder dem Smartphone zu ihrem Benutzer passen. Und selbst auf unserem Partner oder unserer Partnerin hinterlassen wir unsere Spur. Wir verlieren nämlich permanent unsere Mitbewohner durch Ausatmen, Ausspucken oder sie fallen einfach herunter. Wir sind förmlich von einer Mikrobiomwolke umgeben, die auch nicht durch Handschuhe oder Kleidung aufgehalten wird. Und durch den Fakt, dass jeder Mensch seine ganz eigene Zusammensetzung an Mikrobenarten hat, könnten Kriminelle anhand ihres mikrobiellen Fingerabdrucks bald überführt werden, indem Spuren von Türgriffen, Oberflächen und so weiter genommen und analysiert werden. Und hier wird fleißig dran geforscht. Das Problem ist allerdings noch, dass noch nicht ganz sicher ist, wie stabil unser Mikrobiom über welchen Zeitraum wirklich bleibt. Ist es in 5 Jahren noch genau gleich oder ändert es sich zum Beispiel durch Änderungen des Lebensstils, durch einen Umzug in ein fremdes Land oder weil man sich plötzlich anders ernährt? Und man weiß auch noch nicht, ob die Unterschiede wirklich eindeutig genug sind, um wirklich 8 Milliarden Menschen auseinanderzuhalten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Klar ist, unser Mikrobiom eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Denn wir sind viel mehr als das, was wir sehen. Oder anders gesagt, ohne unsere Bakterien, Viren und Pilze wären wir nichts. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass man wirklich anhand der Mikroben alle Menschen unterscheiden kann. Und denkt ans Liken und Abonnieren. Bis zum nächsten Mal, eure Florence.